Bonusvideo Nummer 2. Gestern Nacht Türchen 7, heute Türchen 8. Ich hatte das ja so ein bisschen offen gelassen. Ich könnte heute noch ein zweites Video machen. Ich habe es dann wirklich gemacht. Es hat mich dann doch nochmal gepackt. Ich wollte mit Gecko weiter rumspielen und habe Part 2 von Türchen 8 heute nochmal anders als Brute Force gelöst. Und habe ich ja vorhin bei der Brute Force-Lösung gesagt, uha. Das dauert ja jetzt schon ganz schön lang. Jetzt muss ich feststellen, dass der Ansatz, das als Min-LP zu formulieren und mit Gecko lösen zu lassen, ist das überhaupt ein Min-LP? Also im weitesten Sinne ist es auf jeden Fall ein Min-LP, ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher gestrickt. Streng genommen optimiere ich hier nicht mal irgendetwas. Das ist ein Feasibility-Problem, das ich hier formuliert habe. Trotzdem aber im Framework einer Min-LP-Formulierung. Das löst auch ziemlich lang. Es löst eigentlich ziemlich genauso lang wie die Brute Force-Methode. Was denn darauf sein könnte, dass entweder die interne Initialisierung sehr lang ist oder dass es am Ende des Tages intern auch Brute Force löst und da keine guten Heuristiken hat. Weiß ich nicht, kann ich nicht zu so sagen. Ich schätze mal eher, es ist die Initialisierung. Wir hatten ja gestern schon beobachtet, dass Probleme eigentlich erstmal als String formuliert werden, bevor sie weitergereicht werden. Ein anderer Knackpunkt ist hier, dass die innere Logik eigentlich auch ziemlich simpel ist. Also die beste Methode, diesen Part 2 zu lösen, ist, ähnliche Überlegungen anzustellen wie die, die ich angestellt habe, um hier meine MinLP-Formulierung aufzustellen, aber nicht, um damit einen MinLP-Solver zu lösen, sondern diese Gedanken kann man ein bisschen weiter auswalzen und dann also explizit die Lösung dieses Feasibility-Problems auch schon hinschreiben. Und das sollte dann eigentlich unter einer Sekunde die Lösung zum individualisierten Input gefunden haben. Aber wie dem auch sei, ich habe das eher sportlich gesehen. Ich wollte gerne das nochmal ausprobieren, das mit Gecko zu lösen. Und schauen wir doch einfach mal in die Lösung rein. Also das entsprechende File ist schon offen. Wir sehen ja hier Import Gecko. Dann importiere ich mir aus Main Part 1 das ganz einfache Anschauungsbeispiel, das tatsächliche, eigentliche Anschauungsbeispiel und dann natürlich auch meinen individualisierten Input. Alles schon eingelesen und zumindest zeilenweise aufgesplittet. So, was passiert dann? Ich habe mir von meinem ersten Anlauf main2 zu lösen die Funktion get und verify behalten. Verify ist nützlich. Verify macht ja genau das, was es bei dem anderen Video vorhin ja auch schon getan hat. Es verifiziert. Ja, der Brute Force Anteil, ich gehe mal zurück zu dem anderen. Skript, der Brute Force Anteil bestand ja nicht in der Funktion get oder verify, sondern der Brute Force Anteil war die crack line Funktion. Und das ist somit auch die einzige Funktion, die wir intern neu programmiert haben. Ja, Sie haben es wieder mit einem beinahe völlig identischen Skript zu tun, zu seinem Pendant. Analog, wie es gestern bei Tag 7 auch schon war, da haben wir zwei Skripte, die eigentlich strukturell völlig identisch sind, bis auf dass bestimmte Teile neu programmiert waren. Und hier eben auch. Und hier ist es nur die Crackline-Funktion, die davon betroffen ist. Also wir haben immer noch ein Verify, mit dem wir prüfen können, ob eine Sequenz zu einer Line passt. Und wenn sie passt, können wir dann, eigentlich müsste das. Eigentlich sollte das nicht nur Verify heißen, es sollte Verify and Decode heißen. Ja, also es wird verifiziert, aber dann wird eben auch dekodiert, wenn die Verifikation zutrifft. Ja. Es wird ja hier Line gesplittet, wir holen uns die Outs raus und am Ende werden dann die Outs übersetzt in eine Antwortzahl. So. Aber das andere Skript haben wir schon zu Genüge durchgesprochen, also können wir uns jetzt hier darauf fokussieren, uns Crack Line anzuschauen. Also wir übergeben eine Zeile, wenigstens vielleicht an der Stelle nochmal zur Erinnerung. Eine Zeile ist, das ist eine Zeile von dem ganz einfachen Anschauungsbeispiel oder von dem richtigen Anschauungsbeispiel. Da haben wir, glaube ich, das sind, glaube ich, 10 Zeilen oder so.
9 oder 10 Zeilen. Ja, es gibt hier vor einen Input, anhand deren wir dekodieren können oder anhand deren wir aufschlüsseln können, wie das Zerwürfeln der Buchstaben genau aussieht, also wie die Buchstaben alle neu ansortiert werden müssen. Und dann gibt es ja dahinter die Codesequenz, die es zu dekodieren gilt, nachdem wir die Zerwürfelung davor aufgelöst haben. Jetzt ist mir gerade beim Erstellen dieses zweiten Videos aufgefallen, hätte ich beim ersten Video vielleicht besser darauf achten können. Man sieht es ja vor allen Dingen hier, ne? Die Zeilen, die sind immer gleich lang. Und woher kommt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das kommt daher, dass so eine Zeile nicht nur ausreichend ist, um eindeutig die Zerwürfelung oder Verwürfelung der Buchstaben zu bestimmen, sondern es werden einfach immer alle 10 Digits gegeben. Es kann sein, dass es sogar so sein muss, dass man immer alle 10 Digits braucht, um wirklich eindeutig aufzulösen, wie die Verwürfelung ist. Ich glaube nicht, man könnte, glaube ich, auch wenigstens eine Zahl wegfallen lassen. Ich weiß es nicht genau. Der Knackpunkt aber ist, es werden einem immer alle 10 Digits gegeben. Das ist ein bisschen verwischt, verwaschen, weil hier eben die Reihenfolge sich auch ständig ändert. Mal ist die 1 hier an zweiter Stelle, mal ist die 1 hier ganz hinten, dann ist die 1 hier irgendwo mal mittendrin, so. Aber egal, trotzdem weiß man oder trotzdem kann man beobachten, dass vor dem Separator alle 10 Digits scheinbar einmal auftauchen. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwo Doppelungen sind, dass der String hier hinten irgendwo nochmal ein zweites Mal auftaucht. Das wäre ziemlich fies, weil ja die Reihenfolge der Buchstaben egal ist. Die Buchstaben sagen ja nur, welcher Teil des Displays leuchtet auf. Die Reihenfolge ist egal, nicht? Also wenn hier steht BEDF, da könnte auch stehen BEFD. Ja, das ist völlig gleichwertig. Aber ich glaube nicht, dass es hier zwei durch Leerzeichen getrennte Wörter gibt, die bis auf Reihenfolge der Buchstaben identisch sind. Ich glaube, das sind wirklich immer 10 eindeutige Sequenzen. Das sind wirklich alle 10 möglichen Digits. Und deswegen kann man unter Garantie sagen, dass die Informationen, die vor dem Separator gegeben werden, absolut ausreichend sind, um die Permutation, die Verwürfelung der 7 Buchstaben A bis G eindeutig aufzulösen pro Zeile. Und dadurch wird diese Aufgabe im Grunde genommen eigentlich einfach, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, wenn man diese Einsicht gewonnen hat, ja, dass die Informationen sind alle da. Jetzt muss ich nur noch die logische Schaltung rückwärts ablaufen. Dann finde ich einen expliziten direkten Algorithmus, der dieses Problem in Bruchteilen von Sekunden löst. Egal, wir haben es trotzdem einmal Brute Force gelöst und weil es mir einfach persönlich Spaß bereitet, jetzt auch nochmal als MinLP. So, aber was passiert jetzt innerhalb von der Crackline? Crackline ist ja eine Funktion, die soll zu einer Line zunächst die richtige Sequenz finden und dann mit Hilfe der Verify-Function im Prinzip verifizieren. Das war bei dem Brute Force-Ansatz wichtig. Hier ja nicht, weil wir hier nicht Sequenzen ausprobieren. Wir finden einfach auf den Schlag die richtige Sequenz. Aber auch zum Dekodieren. Deswegen sagte ich, eigentlich sollte das nicht Verify heißen. Und wir hatten es ja schon im Video vorhin umgenannt. Eigentlich sollte es heißen Verify and Decode. Do Refactor. Ja, genau. Hat er das hier auch geändert? Nein, natürlich nicht. Dann nehmen wir uns mal den Namen, weil es ist hier genau dasselbe. Das ist auch bei dem Brute Force Ansatz. Es ist nicht einfach nur ein Verify. Es ist ein Verify and Decode. Verify and Decode. Nur noch mal gucken, läuft es noch? Sieht gut aus. Braucht ungefähr seine 10 Sekunden. So, ansonsten, genau, also Crackline soll, ja, und das Ergebnis ist auch richtig gut. Also der Brute Force Ansatz auch nach Umbenennung stimmt noch. Zurück zum MinLP Ansatz. Crackline soll eine Zeile nehmen und die richtige Sequenz identifizieren und dekodieren und die
dekodierte Informationen zurückgeben. Wie machen wir das jetzt? Zunächst einmal splitten wir auch nochmal, genau, wir splitten die Zeile anhand des Separators. Wir schmeißen alles weg, was hinten dran kommt. Wir gucken uns nur die 10 Digits davor an, beziehungsweise halt die zerwürfelt enkodierten. Ich glaube, ich verwechsel immer die Worte enkodiert und dekodiert. Ne? Ich komme damit, komm damit durcheinander, verzeiht mir das. Aber wir greifen uns den Teil raus mit den 10 verscrambelten Digits als die Line Numbers. Und jetzt geht's los. Wieder wie gestern rufen wir uns von, wie bei Türchen 7, rufen wir uns von Gecko, lassen wir uns von Gecko eine Optimierungsinstanz zurückgeben. Danach, Letters ist ein Dictionary, das für die Letter, also die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, jeweils eine eigene Variable erstellt, wo schon klar ist, untere Schranke 0, obere Schranke 6 und das sind Integers. Ja, also wir haben für die Buchstaben A bis G, also für die 7 Buchstaben, erzeugen wir 7 Integer-Variablen, die irgendeinen Wert zwischen 0 bis 6, also einen aus 7 möglichen Werten, annehmen kann. Und dann kommt gleich die erste und ganz wichtige Constraint, eine SOS1-Constraint. Sie sagt jetzt, für jede Zahl von 0 bis einschließlich 6, für jede Zahl muss es mindestens eine Variable geben, die den Wert dieser Zahl annimmt. So, und weil das 7 Zahlen sind und es 7 Variablen gibt, bedeutet das zugleich automatisch, dass jede Ziffer exakt einmal vorkommt. Sind damit also insbesondere paarweise verschieden. Jede Ziffer taucht exakt einmal auf. Jetzt hatte ich hier eben gerade schon geguckt, weil ich gleich was für meine weitere Erklärung benötige. Und ich habe es jetzt hier gefunden. So, warum ist das so wichtig, dass die jetzt also alle diesen einen eindeutigen Zahlenwert annehmen. Der Clou ist halt der folgende: Wir können halt ausnutzen, dass in unserem Digitaldisplay jeder Balken, dass wir die Balken durchnummerieren können, die für eine Digit aufleuchten. Und dann können wir sagen: Okay, alle Zahlen, für die 6 Digits auflaufen, müssen aufsummiert entweder 0 plus 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 ergeben oder 0 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 oder 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6. Ja, das heißt, das ist die Quersumme der aufleuchtenden Balken für die 0, die 6 und die 9. Ja, ich summiere einfach all die Balken auf, die ich ja durchnummeriert habe, die tatsächlich für die Zahl aufleuchten. Und wenn ich weiß, dass es 6 Balken sind. Wenn ich weiß, dass es 5 Balken sind, ja, dann muss es entweder die Quersumme von 2, 3 oder 5 sein. Andernfalls weiß ich, wenn 2 Balken aufleuchten, dann ist es die 1. Ja, dann müssen die Variable aufsummiert 7 ergeben. Wenn 4 Balken aufleuchten, dann weiß ich, ist es die 4. Dann müssen die Variablen aufsummiert 1 plus 2 plus 3, also 6 plus 5, 11 ergeben und so weiter. Ja, also jede dieser digitalen Ziffern bekommt eine Quersumme. Ja, die Summe der Indizes der aufleuchtenden Balken. Und das ist nämlich, wofür dieser Code hier steht. Ja, ich sage hier, wenn 6 Balken aufleuchten, dann num2idx, das ist eine Größe auch, die wir aus dem anderen Video kennen, das ist hier. Hier sehen wir auf, wie die Indizes lauten, die aufleuchten für jede Zahl. Für die 0 ist es 0 bis 0, 1, 2, 4, 5, 6. Für die 1 ist es 2, 5. Könntet ihr gerne mit diesem Fenster hier vergleichen. So, ja. Bei der 0 ist es die 0, 1, 2, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 4, 5, 6. Ja, ich habe einfach nur übertragen, welche Balken für welche Digit aufleuchten würden. So, und wir können eben und das können wir jetzt nämlich hier unten ausnutzen. Wir können also sagen, okay, wenn 6 Balken aufleuchten, dann muss es die Quersumme sein von der 0, von der 6, von der 9. Wenn 2 Balken aufleuchten, dann muss es die Quersumme sein von der 1. Wenn 5 Balken aufleuchten, dann muss es die Quersumme sein von der 2, von der 3, von der 5 und so weiter.
So, das ist erstmal nur ein Dictionary. Hier unten ist tatsächlich dann jetzt die Bedingung entsprechend modelliert. Ja, sagen SOS1 von den Möglichkeiten der Länge einer Line Number. Eine Line Number ist hier. Das ist eine Line Number. 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 Ich sehe hier immer, besteht aus 6 Buchstaben, sie besteht aus 4 Buchstaben, sie besteht aus 2 Buchstaben, sie besteht aus 3 Buchstaben. Und diese Länge, die greife ich mir ab. Ja, wie lang ist es? Ist es 2 lang, 3 lang, 4 lang, 5 lang, 6 lang oder 7 lang? Was ja nur die 8 sein kann. Im letzten Fall. Ja, also ich greife mir also die Länge aus, also die Anzahl der leuchtenden Balken, die Länge der Line Number ist die Anzahl der leuchtenden Balken. Greife mir also raus, welcher Quersumme das entsprechen muss und caste darüber die SOS1 Constraints, weil es gibt ja bis zu 3 verschiedene Möglichkeiten pro Quersumme. So. Also einen dieser Quersummen muss die Aufsummierung der entsprechenden Letters aus genau dieser selben Line Number entsprechen. So, und diese beiden Bedingungen, ja, dass also meine Letter-Variablen alle 7 verschiedenen Werte annehmen müssen und dann diese Summenbedingung charakterisiert eindeutig für jede Zeile im Beispiel, im komplexeren Beispiel und im individualisierten Input charakterisiert eindeutig, was die Permutation ist. Und damit kriege ich am Ende also die Sequenz raus. Ja, ich sage, achso, ja, meine Objective Function ist 0, also ich optimiere gar nichts. Es ist halt nur ein Feasibility-Problem. So, ich wähle mir wieder den Steady-State-Solver, wie der von gestern. Habe da hier diese lustige Bedingung, die ich möglicherweise gar nicht brauche. Und dann sage ich, ja, solve das mal und bitte knall mir nicht die Konsole voll. Und wenn er dann mit dem M-Solve fertig ist, dann kann ich hinter jede Letter in meinem Dictionary Letters nachgucken, was hat sie für einen Wert, 0 bis 6. Und anhand dieser Werte, wenn das Feasibility-Problem gelöst hat, das Feasibility-Problem hat eine eindeutige Lösung. Ja. Anhand dieser Werte kann ich dann mit der Sorted-Funktion meine Buchstaben neu arrangieren und das gibt mir die Sequenz, die die Zeile löst. Verify verifiziert das, aber ich brauche das nicht mehr zu verifizieren. Ich weiß ja schon, dass das Feasibility-Problem gelöst ist. Ich möchte aber immer noch Decode oder Encode. Gib mir 2 Sekunden, jetzt gucke ich doch nochmal nach, der Unterschied, ob es jetzt Decode oder Encode ist. Ich komme da einfach nur durcheinander. Okay, ich habe es jetzt mal eben schnell nachgeschaut. Meine erste Intuition war scheinbar versehentlich korrekt. Nein, Decode ist an der Stelle das richtige Wort. Ich dekodiere anhand der korrekt identifizierten Sequenz die Line und kann dann die dekodierte Zahl einfach zurückgeben. Und wenn ich jetzt dieses Skript laufen lasse, das MinLP-Skript, das dauert jetzt leider auch. Und es dauert im Prinzip, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ungefähr so lang wie der Brute Force-Ansatz. Also wie gesagt, eigentlich hätte dieser Part 2 einen direkten Ansatz. Man kann einen expliziten, direkten Algorithmus schreiben, der dieses Problem löst. Aber ähnliche Ideen, wie hier in die MinLP-Formulierung reingegangen sind, wären der Startpunkt. Und da ist die richtige Antwort, glaube ich. 1019355. Ja, 1.019.355. Korrekt. Nun gut, wie dem auch sei. Damit ist eigentlich alles gesagt, was zu sagen war. Wir sehen uns morgen zum Türchen 9 wieder. Ciao, ciao.